Elisabeth von Female Trouble TV. Neben mir steht die Mitveranstalterin dieses Abends, Steffi Czerny. Steffi, was erwartet uns heute Abend? 850 Frauen, gescheite, kluge, neugierige, lustige Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus Wissenschaft, aus Kunst, aus Kultur, aus Wirtschaft, aus Politik, die Spaß haben wollen, die sich kennenlernen wollen, die sich vernetzen wollen, die kommunikativ sind, die lustig sind. Das erwartet uns. Und dann erwartet uns viel Musik. Viel, viel Musik, gute junge Bands, Stefanie Heinzmann erwartet uns, Le Bénier, eine junge Truppe aus Tegernsee erwartet uns und natürlich die Chefredakteurinnen des Burda Verlags. Das Ganze ist eine wunderbare Geschichte, ein Dachmarken-Event von Hubert Burda Media. Alle starken Frauen des Hauses laden hier ein. Jetzt ist ja der Titel Ärger im Paradies dieses Jahr. Warum dieser Titel? Naja, also Sie wissen ja, oder du weißt ja, in diesem Jahr sind wir alle ein bisschen aus dem Paradies vertrieben worden, die Wirtschaft und so. Und Ärger hat ja was mit Realität zu tun. Paradies ist der Traum, das Traum vom schönen Leben, und Ärger ist meistens Realität. Und wir bringen das heute zusammen. Ich habe gesehen, ihr verteilt hier so Zettel. Ich habe einen Traum, wo man den Traum einträgt. Verrätst du uns, was du da einträgst? Ach, ich habe so viele Träume. Vor allem heute ist mein Traum, dass es ein richtig gutes Fest wird. Dass wir Spaß haben, dass wir mit neuen Freundinnen herausgehen, dass wir was gelernt haben und dass wir schon uns auf das Nächste im nächsten Jahr freuen. Das war Elisabeth mit Steffi Czerny, der Veranstalterin von heute für Female Trouble TV.